Hey Leute, willkommen zurück zu Roots of Yggdrasil. Wir gucken jetzt mal. Ich hoffe, das gibt eine vernünftige Insel. Das, ne, wenn ich hier die Wahl habe, da kriegen wir zwar Mineral Acorns, aber wenn ich die Chance habe zu überleben, dann nehme ich, glaube ich, auf jeden Fall das. So, da kriegen wir, würden wir wieder eine blöde Karte kriegen, aber ein Artefakt. Ja, wird sich halt irgendwie anbieten, ne? Also, dass wir dann zum Beispiel auch die Chance kriegen, dann eine Karte mal zu entfernen. Aber ich glaube, ich mache das trotzdem nicht. Wir gehen dann... Card Removal brauche ich jetzt noch nicht. Ich will mir lieber mehr Artefakte schnappen. Golden Strand, gain 20 Supplies when an exploration is completed. Hui, das ist auch ein ganz netter Bonus. Und dann haben wir jetzt noch 6 Zeit übrig. Das kostet 3, das kostet 4, aber ich will trotzdem, glaube ich, hier hin. Dann hoffe ich mal, dass uns hier die Götter gnädig sind. Das sieht doch erstmal ganz cool aus. Wir haben ein paar Bäume. Wir haben Eitershorst da hinten. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und Observatory würde ich halt dann direkt da ganz hinten oder in irgendeine Ecke setzen, wo sowieso nicht viel Platz ist. Dann setzen wir das dahin. Und dann könnten wir schon direkt hier Prolive würde ich jetzt nicht nehmen. Quicken brauchen wir jetzt auch nicht. Hier, Flourish. Flourish wäre doch mal ganz cool. Jetzt haben wir da noch nicht so viel Platz hier, aber ich würde sagen, wir können das mal so auf der Seite machen. Dann würde ich nämlich hier Häuser bauen. Und dann vielleicht hier hinter für das da Gebäude. Und dann gucken wir direkt, dass wir hier schon ein bisschen was erweitern können. Das ist doch mal ein ganz guter Start, was so Supplies dann angeht, wenn wir die Gebäude gleich kriegen. Gut, gebäudemäßig gucken wir erstmal, wie das hier vonstatten geht. Das ist auch schon wieder ein bisschen... Wo setze ich das denn am besten hin? Ich würde es vielleicht da hinsetzen. Dann haben wir so eins. Das würde ich dann hier mal hinsetzen und... Ansonsten, ja, das passt halt auch ganz gut, sondern so zusammen. Gut, jetzt haben wir auch schon 4 wieder. Und wir könnten direkt... Treaded Crane brauche ich noch nicht. Training Ground wäre vielleicht was. Salvager finde ich jetzt auch noch nicht so nützlich. Also bisher bin ich ganz gut ohne ausgekommen. Deswegen... Oder wir nehmen einmal Reroll. Ich würde mir das eher aufheben dann für... Also wenn es wirklich schwieriger wird, das glaube ich ist jetzt hier wahrscheinlich noch ganz gut machbar. Deswegen, ich glaube, ich nehme. Wir haben halt Training Ground. Das, zweimal ist vielleicht ein bisschen viel. Oder doch einmal Treaded Crane. Hardraw ist halt auch nicht verkehrt. Supplies haben wir eigentlich immer sehr viel, also was das Bauen angeht. Und manchmal hatte ich ja auch schon, ich hatte ja schon öfter auch Situationen, wo ich dann andere Karten lieber gehabt hätte. Aber gerade, ja, ist das auch nicht so wahrscheinlich. Ich nehme das mal mit. Ich hatte es noch nicht. Also ich nehme es deswegen jetzt mal mit. So kann man sich das dann auch zurechtreden. So, das kommt da noch hin. Dann haben wir hier noch eins. Dann haben wir... Das passt doch diesmal ganz gut hier mit dem Bauen. Da bin ich doch echt ganz guter Dinge, dass wir das hier halbwegs vernünftig dann hinkriegen. Könnte ich da auch noch, aber das wäre jetzt schon ein bisschen... Das wäre jetzt schon ein bisschen weit weg, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall machen wir das erstmal... ja, vielleicht... Hier so... Dann hätten wir da auch noch ein Haus. Das wird hier halt auch ganz gut dann hin. Das geht auch noch. Dann haben wir da noch eins. Das passt vielleicht sogar hier noch so zwischen. Jetzt ist die Frage, wie viel Platz brauche ich dafür? Schon ein bisschen. Aber Shrub und Barracks könnte ich dann auch hinsetzen. Dann können wir hier noch ein Haus platzieren. Einmal setze ich jetzt hier erst... Oder nehme ich... Ich glaube, ich nehme dann doch erst hier die... Karte von den Barracks kommt dann hier hin.
Dann haben wir noch einen Shrub und da ist auch noch genug Platz für... Ja, das passt doch diesmal richtig, richtig gut. So, und jetzt schauen wir, was brauchen wir? Da brauchen wir 4 Häuser. Das ist schon mal ganz easy machbar. Und was den Rest hier so angeht, das ist hier halt die Frage. Also Eiter Connector müsste dann ja auch eigentlich zählen, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Den könnte ich da doch auch hinsetzen, oder? Dann hatte ich das in der Vergangenheit so ein bisschen verkehrt mit diesen, dass ich das andere Gebäude dafür haben wollte, weil das wird ja halt dann auch schon ausreichen. Deswegen ist das ja gar nicht mal so das Problem. Okay. Gut, wir brauchen auf jeden Fall 3. Da brauchen wir 150 Supplies. Das sieht doch alles echt ganz gut aus. Dann würde ich sagen, wir machen hier direkt erstmal weiter. Und jetzt hätten wir nochmal Barracks da. Wo könnte ich die denn hinsetzen? Wie weit müssten die denn weg? Hier könnte ich die zum Beispiel platzieren. Und ich setze jetzt hier nochmal Häuser erstmal hin. Hier zum Beispiel eins. Da eins. Dann haben wir da auch genug Karten. Armory. Armory Plus. Das ist natürlich auch schon... Hunter's Cabin ist... das ist jetzt, glaube ich, an der Stelle ein bisschen schwierig. Wobei, die könnte ich halt da hinten hinsetzen. Die Frage ist halt... Ich nehme die jetzt mal. Vielleicht kann ich die da hinsetzen. Und ich, was den Einzugsbereich angeht, müssen wir halt mal gucken. So, dann können wir jetzt hier erstmal nichts mehr machen. Und... Es ist halt zu viel. Moment, ist das jetzt... Verdoppelt Training Ground hätten wir hier. Das ist halt die Frage. Ich würde fast schon sagen... Ich glaube, das machen wir so noch nicht. Oder doch? Ja oder nein? Kostet 8. Wir haben weg. Ich könnte das danach nicht da hinsetzen. Aber ich könnte das hier irgendwo hinsetzen. Zum Beispiel hier unten. Dann ziehen wir auch direkt 2 Karten und dann können wir jetzt mal ganz kurz gucken. Das hat halt echt so einen riesen Einzugsbereich. Und wir brauchen halt... Die Häuser sind da echt im Weg. Schade. Das ist halt echt so ein riesiger Einzugsbereich. Gut, aber, ne? Da braucht man dann auch ein paar für mindestens 3. Von daher kann man sich das vielleicht auch schon ein bisschen denken. Es passt halt echt nicht. Egal. Gut, dann machen wir erstmal anders. Dann nehmen wir Loggers Camp, weil wir haben ja auch eine Menge... Bäume, da kommt eins hin. Gut, vielleicht kriegen wir gleich noch die Chance, da irgendwo das zu platzieren, wenn es da noch mehr Bäume gibt oder ich nehme eine Karte mit mehr, die Ressourcen mehr gibt und vielleicht sind das dann Bäume. Irgendwie so machen wir das dann. Gut, dann können wir hier... Nein. Wie gut, dass ich das dann auch nicht hingesetzt habe. Jetzt mal ernsthaft. Da brauchen wir 20 für... Okay, wir haben hier nochmal Barracks. Wir haben 15. Ich würde jetzt halt direkt schon mal hier Barracks hinsetzen, um das dann direkt hier wegzumachen, weil das will ich da nicht haben. Auf keinen Fall. Heißt natürlich jetzt, dass uns da wieder was fehlt. Jetzt haben wir hier doch eine ganz gute Stelle für sowas. Kann ich da aber auch nicht so viel bauen, aber ich kann das dann vielleicht... hier so hinsetzen. Dann haben wir 8. Ja, dann machen wir das so.
Dann haben wir wieder 28 und könnten da direkt schon weitermachen. Und dann geht es wahrscheinlich dann, ja, das ist jetzt auch die Frage, geht es dann hier so rum oder geht es da so rum? Auf jeden Fall, da können wir ja noch nicht, ne? Weil, ja, wir müssen auf jeden Fall entweder da oder da. Ich mache jetzt erstmal hier, weil das ein bisschen günstiger ist. Da können wir jetzt nicht so viel bauen, aber wir können auf jeden Fall, hier haben wir noch Platz. Eine ganze Ecke Platz. Das heißt, dann können wir hier so ein bisschen was machen. So. Und solange wir bei einer Seite direkt Exploration am Laufen haben, sollte das auch erstmal passen. So, Food Poisoning. Ja, das ist wieder die Sache, ne? Wir kriegen jetzt 20 pro Runde. Oder 5 davon. Haus kostet, kann ich das hier wegmachen und mal gucken. Irgendwas über 10. Also da müsste ich halt schon 5 davon wieder setzen, um das einzuholen. Das wäre auf jeden Fall jetzt in der Situation, glaube ich, mehr. Dann mache ich das mal wieder. Das wären dann schon 60. Um das dann wieder auszugleichen. Gut, wenn man natürlich sehr viel produziert, ist das dann auch kein Problem. Aber so, ich nehme jetzt erstmal. Gut, wir haben da jetzt noch nichts von, ne? Aber ich setze jetzt trotzdem erstmal hier bei. Da haben wir ein paar Sachen. Das wird auf jeden Fall passen. Jetzt hast du so eine Riesenreichweite. Ja, komm, dann setzen wir das noch dahin. Ein Dick haben wir. Kommt dahin. Und ansonsten Shrub haben wir. Könnte ich hier schon hinsetzen, aber ich würde gerne da erst noch mal Häuser bauen. So, dann machen wir das jetzt wie? So ein bisschen hier, die Richtung. Alles klar, so, was können wir kriegen? Create an Item Source brauche ich jetzt nicht. Random Resources, das ist auf jeden Fall super. Cyan, ich glaube, wir gucken erstmal, was das gibt. Caravan Adventure. 15 Supplies und 30... Ja, Search Action Card. Brauche ich jetzt aber auch nicht. Ich mache jetzt mal hier das erste. Weil Supplies sind relativ... Die kriegen wir leicht wieder. So, Hunter's Cabin ist halt auch wieder so eine Sache. Könnte ich da hinsetzen, aber... Will ich das? Ist die große Frage. Ich würde erstmal noch warten. So, Waterwell haben wir jetzt hier auch mal. Den würde ich vielleicht schon mal direkt da irgendwo hinsetzen. Hier so. Und Bilderspoon nehmen wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier nochmal so einen Brocken. Ja, ich muss in der Mitte ein bisschen Platz lassen. Ja, gut, dann machen wir das so. Da haben wir noch so ein Haus, das kommt... Das würde ich halt hier erstmal noch mit reinsetzen, eventuell. Da haben wir noch... Es ist auch schon wieder so ein toller Klotz. Okay, der Klotz kommt dann... Hier dran. Shrub haben wir. Könnten wir, ist halt da jetzt ein bisschen, könnten wir hier schon hinsetzen. Würde ich vielleicht jetzt noch nicht machen. Wir hätten noch ein Haus und schon wieder so ein Klotz. Setzen wir da noch einen Klotz hin. So. Dann nehmen wir Flourish und... Flourish benutzen wir mal hier bei den Bäumen. Kriegen wir Erzvorkommen. Das ist auch doch ganz gut. So, auf jeden Fall brauchen wir mehr Might. Rally Spawn a Caravan Adventure, das wäre auch ganz cool. Dann nehme ich Rally auch noch. Dann haben wir Flourish. Und Flourish würde ich halt... Ja, ich bräuchte mal wieder ein bisschen Platz. Weil das hier jetzt nochmal zu machen, würde ich jetzt nicht unbedingt... tun, eher
hier was hinsetzen. Weil da können wir eh sonst nichts machen. Also auf jeden Fall ganz gut zu wissen. Solche Adventures kann man auch wunderbar da hinsetzen, wo man so halt noch nichts machen kann oder nichts bauen kann, weil da noch keine Verbindung besteht, aber die kann man halt da schon platzieren. 15, dann noch 30. Dann kann ich halt jetzt nichts bauen, ne? Wenn ich das nehme, dann können wir halt nichts bauen, aber ich... Ha, wir kriegen ja schon 34, ich nehme das trotzdem mal so. 40 brauchen wir. Kriegen wir bestimmt auch noch zusammen. Ansonsten war es das erstmal für die Runde. Rainstorm. Und der ist da. Gut, wir haben jetzt 21. Das heißt, wir könnten... Ich könnte vor allen Dingen hier mal so ein... Nee, ist ja noch keine Verbindung. Ja, das ist da jetzt echt ein bisschen doof. Deswegen würde ich sagen... Gut, an der Seite ist halt nichts. Dass wir erstmal hier weitermachen. Und was den Rest so angeht. Erstmal wieder hier noch so ein Haus. Eventuell. Ist auch schon wieder so ein Klotz. Dann haben wir jetzt nämlich 18. Runehenge würde ich dann auf jeden Fall vielleicht... Armory wäre halt auch... So eine Sache. Ich glaube, ich nehme sogar hier jetzt Armory. Also ich kann das scheinbar... Okay, ich brauche dafür direkt eine Quelle, dass ich da eine Verbindung hinsetzen kann. Ich müsste das dann quasi so machen und da mehrere hinsetzen, dann würde das dann auch gehen, ne? Das geht jetzt so nicht, weil... Oder weil die Verbindung noch nicht da ist. Na gut. So, ein Dick. Auf jeden Fall. Da brauche ich nicht lange überlegen. Wir könnten hier auch schon... Ich setze das mal so ein bisschen dahin. Dann hätten wir da auch noch Barracks. Itersource. Housing Building. Ich nehme Housing Building. Dann können wir uns... Kriegen wir auch schneller Population. So, Armory. Barracks. Armory wäre natürlich hier schon echt nett. Die wäre da echt nett. Ich habe da nur überhaupt keinen Platz, so wie das ausschaut. Und das müsste da doch eigentlich zwischenpassen. Hier, genau, dann machen wir das so. Das hat sich jetzt echt gelohnt. So, Construct. Schon wieder so ein Brocken. Was ist das denn? So, dann kommt da noch ein Brocken hin. Dann haben wir hier auch noch Barracks. Und Barracks könnten wir eventuell hier hinsetzen. Ja, jetzt haben wir 54 Might. Das ist doch mal nett. Jetzt hebe ich mir die aber erstmal auf. Da mit dem Regen ist das halt erstmal ein bisschen doof. Wobei, ich könnte ja schon das machen. Ich kann ja nur nicht bauen. Ja gut, kostet auch nur 20. Dann machen wir das erstmal. So, da brauchen wir 4. Das ist relativ einfach machbar. Loggers Camp haben wir hier noch. Das könnten wir dann auch vielleicht hier noch hinsetzen. Und Bilderspoon. Dann würde ich mal damit anfangen. Das sind jetzt auch diese kleinen hier hinsetzen. Wie weit reicht denn das? Wobei, das ist auch wieder Erzvorkommen. Die würde ich halt auch gerne dann noch... irgendwie anzapfen. Das war Nummer 1. Das sieht auch gut aus mit Nummer 2, so von der Größe. Oder auch nicht. Da war doch was. Hier. 2. Mehr geht jetzt erstmal nicht, aber das passt. Für den Moment passt das noch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich müsste eigentlich hier gegen was unternehmen. Aber gut, wir kriegen 45 Supplies pro Runde. Ja, ja. Jetzt können wir dann da auch hin. Okay. Gut, da haben wir auch noch ein Caravan Adventure. Wir können Supplies setzen.
Wir haben 96, aber ich brauche für das eine auch irgendwie 150 und viel Zeit haben wir nicht mehr. Deswegen. Ja, das wäre halt ein. Nee, ich habe fast keine Zeit mehr. Deswegen, das ist halt. So, wir müssen auf jeden Fall da noch hin. Uiuiui, das wird halt echt knapp. Das wird jetzt doch knapper als gedacht. Zwar viel knapper als gedacht. Ja, das hatten wir. Da haben wir noch Caravan Adventure, Upgrade a Building, Blueprint. Was können wir denn hier upgraden? Barracks Eindick wäre halt auch schon... Ja, ist halt wieder situationsbedingt. Barracks sind halt schon ganz cool. Für mehr Might. Aber Might-technisch sieht das momentan eigentlich ganz gut aus. Dann würde ich eher nochmal hier die Karte nehmen. So, dann haben wir hier... Da haben wir Armory. Dann brauchen wir... Da noch auf jeden Fall noch die Gebäude. Und Gott sei Dank ist das auch kein Brocken. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann haben wir das. Nummer 1 von 3. Da sind wir dran. Wir haben nicht mehr viel Luft. Da bräuchte ich halt noch sowas für. Und wir brauchen Supplies. Das würde, das müsste jetzt aber gehen, wenn ich jetzt nichts mehr baue auch. Ja, Escape. Wo... Der kommt von da. Ach, das ist ja doof. Das ist ja richtig blöd. So, ich spare jetzt. Dann haben wir das. Dann können wir das direkt aktivieren. Genau, dann haben wir Nummer 2. Und... Ich brauche halt dafür das passende Gebäude. Bilderspoon haben wir da noch. Ja, könnte ich noch machen, aber wirklich brauchen tun wir das jetzt auch nicht mehr. Aber ich setze das jetzt hier trotzdem noch hin. Einmal Bilderspoon hätte halt auch gereicht. So. Panic ist super. Flourish brauchen wir auch nicht. Setze ich hier trotzdem mal kurz hin. Und Alter Connector. Oh, das ist super. Vor allen Dingen, dann hat er da die Verbindung hin. Oh, das ist ja richtig, richtig gut. Da sollte ich in Zukunft vielleicht dann auch mal dran denken. Wenn so zwei so ein bisschen zusammen sind und einer könnte einen Alter Connector gebrauchen, damit die Verbindung dann steht. Dann haben wir das auch. Dann haben wir es geschafft. Ich finde das schon ganz cool, dass man dann teilweise noch so die Phase hat. Okay, jetzt ist der verdammte Nebel schon da, aber ich kann das irgendwie noch schaffen. Dann sind wir hier auch fertig. Es wurde doch, am Anfang ging das noch so bis zur Hälfte, aber dann wurde das doch schon ein bisschen schwierig. So, wir haben 10 Zeit, da machen wir dann nächstes Mal weiter und die Wahl ist halt Fluten oder nein, warum die zwei? Egal, dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ich auf jeden Fall. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.